Yo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. So, im letzten Part haben wir wieder ein paar Aufträge gemacht. Wir haben sogar gegen Jirachi gekämpft, ein legendäres Pokémon, das uns wortwörtlich gesagt im Schlaf fertig gemacht hätte. Normalerweise, es hat sich immer wieder aufgeladen und hätten wir die Mini-Believer-Samen nicht dabei gehabt, wäre das unser Ende gewesen. Ja, ich würde aber vorschlagen, wir machen nun weiter in Kapitel 12. Ja, am nächsten Morgen. Wie immer halt. Wir wachen ganz mal auf und müssen wahrscheinlich auch wieder ein paar Jobs machen. Ja, geben wir auch heute wieder unser Bestes, Resi. Natürlich werden wir das. Oder? Passiert was? Oder? Okay. Ah, stimmt. Jirachi hat ja den Kachak-Turm repariert. Genau. Das war's. Leute, die Reparaturen am Kachak-Turm sind abgeschlossen. Wow, okay, so sieht also ganz mal aus. Wahnsinn, er ist ja so gut wie... Moment mal, aber es sieht ja jetzt völlig anders aus. Wirklich stylische Reparaturen. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Jirachi. Und du warst auch ziemlich flott. Tja, ich bin eben ein Genie. Müssen wir jetzt mit der Karte nochmal von vorne beginnen? Abgesehen vom Wasserkontinent sind wieder überall Wolken, da müssen wir nochmal ran. Tja, das war aber leider zu erwarten. Auch ein Genie wie ich kann nun mal die Daten nicht einfach so wiederherstellen. Dann war also meine ganze harte Arbeit tatsächlich umsonst. Nun ja, das ist nicht zum ersten Mal passiert. Dann gilt es jetzt eben, eine neue Karte anzufertigen. Das schaffen wir spielend. Wer war eigentlich mit der Kartografie... Was? Wer war eigentlich mit Kartografieren an der Reihe? Ach ja, was das angeht, ich kenne da zwei, die für diese Aufgabe genau richtig sind. Resi und Bombanky werden sich... der Sache für uns annehmen. Was, Resi und Bombanky? So ist es. Es ist wahr, dass die beiden noch nicht viel Erfahrung haben. Aber das kann auch von Vorteil sein. Sie kennen die anderen Kontinente noch nicht. Für sie ist alles ganz neu und aufregend, während wir schon alles gesehen haben. Sprich, sie werden diese Aufgabe mit mehr Leidenschaft angehen, als wir es je könnten. Das stimmt. Oh, das stimmt. Genau. Abenteuer in bekannten Gebieten sind tatsächlich nicht besonders spannend. Wir mussten die Karte jetzt schon so oft aufs Neue anfertigen. Da würden wir wohl möglich noch schludern, denkt Skoppel jedenfalls. Eine ganz hervorragende Idee, Teamleiter. Ich bin überzeugt, dass diese beiden eine besonders akkurate Karte erschaffen werden. Eine besonders akkurate Karte erschaffen werden. So. Wie mir scheint, gibt es keine Einwände. Also, was sagt ihr zwei dazu? Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Boah. Seid ihr dem auch gewachsen? Aber natürlich! Es war schon immer mein Traum, für das Forscherteam zu arbeiten. Aber seid ihr denn wirklich der Meinung, dass wir das auch schaffen können? Aber sicher doch. Wir sind schon alle ganz gespannt zu sehen, wozu ihr beiden alles in der Lage seid. Viel Glück! Seid doch so gut und entdeckt auch neue... Oh Mann... Seid auch so gut und entdeckt auf euren Abenteuer ein Schlemmerparadies, sorry. Ein Schlemmerparadies, ja? Danke für euer Vertrauen. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Prima, dann hätten wir das ja geklärt. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Ihr seid im Besitz einer Konnexosphäre. Also, wenn ein Junior-Forscher-Gadget reicht, Resi hat eins bei sich. Wunderbar, dann nehmt jetzt bitte die Sphäre aus dem Gadget. Seht ihr die Vertiefung dort? Setzt die Sphäre einfach dort ein. Resi entnimmt die Konnexosphäre aus dem Junior-Forscher-Gadget. Oh, ist das so richtig? Resi setzt die Konnexosphäre in die Vertiefung des Kachaks-Turm ein. Kachak! Deswegen heißt er also Kachak-Turm, okay? Und nun ist er wieder hergestellt. Nur die ganzen Wolken sind halt wieder da. Wow, jetzt sieht der Kachak-Turm tatsächlich wieder so aus wie gestern. So, das war's auch schon. Eure Konnexosphäre ist jetzt mit dem Kachak-Turm synchronisiert. Und was heißt das genau? Oh je, ich Dummerchen. Ich habe ganz vergessen, euch das hier zu geben. Okay, Bombanky und Resi haben ein offizielles Forscher-Gadget erhalten. Okay. Ah, sehr schön. Ist das noch ein Junior-Forscher-Gadget? Aber nein, dieses Forscher-Gadget ist nur für vollwertige Mitglieder unseres Forscherteams. Und das Beste, es ist bereits auf den neuesten Teamnamen registriert.
auf euren Teamnamen, oder? Im Gegensatz zum Junior-Forscher-Gadget könnt ihr jetzt damit den Dänisch sprechen. Wenn ihr die Konnexosphäre wieder aus dem Kajaktum entnehmt und sie in euer neues Forscher-Gadget einsetzt, kann es auch schon losgehen. Oh yeah. Das wird sehr schön. So wird das gemacht. Zack. Und nun haben wir das neue Forscher-Gadget. Yeah. Das ist doch ganz genau wie diese, wie die des Kajak-Turms. Ah. Du sagst es. Das ist dieselbe Karte wie die des Kajak-Turms. So könnt ihr euch über eure Gadget mit dem Turm verbinden. Über euer Gadget, ja. Aber so aktualisiert ihr nicht nur die Karte, sondern auch euren Forscherteamrang. Forscherteamrang? Genau, steigt euer Forscherteamrang, erhaltet ihr großartige Belohnungen. Das wird euch die Arbeit erleichtern. Perfekt. Echt? Das ist ja super. Auf geht's, Resi. Wir beide werden die beste Karte aller Zeiten anfertigen. So lobe ich mir das. Viele Mitglieder versuchten sich vor euch an dieser Aufgabe, doch nicht alle hatten Erfolg. Aber lasst euch nicht davon entmutigen. Ihr könnt es auf jeden Fall schaffen. Also dann, meine lieben Freunde, lasst uns auch heute wieder alles geben. Jawohl! Natürlich werden wir wieder alles geben, ist doch klar. Teamleiter, nicht da lang. Hier entlang. Ach ja, richtig. Danke dir, liebe Dedene. Oh, Teamleiter. Er taumelt wieder hin, wie es... keine Ahnung. Orientierungssinn gleich... Oh Gott. Ja, genau, gleich... Oh Gott. Hey, ich habe was gefunden. Zinelbeere, yay. Okay. So, dann lass uns mal wieder rausgehen. Hey, Pandir, hi. Ja, das ist Pandir. Wir müssen es retten. Okay. Okay, okay, okay. Gibt's noch jemanden, der mit mir reden will? Sherox. Okay, ein Sherox. Kommen wir da rein? Nee, da kann man nicht rein. Okay. Okay, okay, okay. So, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen. Ich werde eine Kiste aufmachen, habe ich beschlossen. Item mitnehmen. Und wo ist die Kiste? So, wo ist meine schöne Kiste, die ich haben will? Hä? Achso, das ist jetzt Items mitnehmen. Moment. Habe ich nicht mal eine Kiste abgegeben? Hä? Oder habe ich die mitgenommen? Oh oh. Ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Lauter Samen, die kann ich ablegen. Ja. Mini-Überlebersamen. So, Richtungsfolge. Oh Mann, ich glaube, ich habe die Kiste... Oder, na, Schatzbox mitnehmen, da war's. Ach so, okay. Das hat ein extra Menü. Anscheinend, wie es... Ja, okay. Geld mitnehmen. Ja, nehmen wir einfach mal so ziemlich alles mit und gehen jetzt zum Schlüssel. Klavion und coole Box öffnen. Coole Box öffnen, natürlich. Dann lege ich mich mal, dann lege ich mal los. Du wirst Augen machen. Klick, klack, klickety-klack. Offen ist die Schatzbox und da drin ist Zink. Hast du sonst noch einen Wunsch? Schatzbox öffnen, natürlich haben wir einen Wunsch. Eine coole Box öffnen, natürlich. Klick, klack, klickety-klack. Schwupps und offen, was war drin? Goldbahn! Wir haben ein Goldbahn! Ja, dann können wir doch gleich mal zu Echnatoll gehen. Echnatoll, ich habe einen Goldbarren für dich. Willkommen bei Echnatolls Goldtausch. Wo du Goldbahn gegen Bares oder Items eintauschen kannst. Bring deine goldig glitzernden Schätze ruhig zu mir. Ja, immer her damit. Gegen Geld tauschen. So, ein Goldbarren ist wie viel wert? Aus 555. Ja, würde ich schon. Ja, nehmen wir mal 555. Perfekt. Da haben wir sogar Plus gemacht. Okay, Geld ablegen. Jetzt haben wir fast schon 4000 Poké-Dollar. Kecleon, was hast du so? Kecleon laden, Items kaufen. Taubsamen, ja, okay. Du hast jetzt nicht so die sonderlich guten Sachen. Ich würde sagen, das passt soweit. Oder kann ich jetzt eigentlich mit Lapras weggehen eigentlich? Weil Lapras ist dazu da, auf andere Kontinente zu bekommen. Willkommen bei Lapras Interkontinental. Ich kann euch auf den Rücken übers Meer zu anderen Kontinenten bringen. Pässe für meine Fährdienst gibt es bei Kecleons Laden zu kaufen.
Okay. Kinder müssen immer mit Begleitung eines Erwachsenen. Okay, alles klar. Bekommen da keine irgendwie Sondergenehmigung? Wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Job, denn wir haben ja noch was. Einen Job. Machen wir gleich den Job von Pandir. So, tut mir leid. Also, Pandir? Sneebel? Nein. Wir wollen Pandir retten. So, Rettung mit Pandir. Winzige Wiesen, Ebene 5. Die werden wir machen. Alles klar. So, Pandir ist dabei. Team aufstellen. Wir werden Glurak raustun. Glurak darf nicht dabei sein. So. Nach Level sortieren. Und was können wir nun? Elfun, Aquana, Vipites, Despota, Dragoran. Eine Frage habe ich dennoch. Steigt jedes Pokémon sofort, also steigt jedes Pokémon einfach auf, wenn wir auch Sachen bekommen und so? Steigt da quasi wirklich jedes Pokémon auf? Oder steigen nur die auf, die quasi im Dungeon sind? Könnte ja sein, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Weil ich sehe gerade, Felidara ist Level 21. Alles klar, winzige Wiesen, Ebene 1. Ich habe Elfun im Schlepptau und Pandir ist natürlich auch mit von der Partie. Das ist sehr schön, das lobe ich mir. So, Feuer-Odem. Wir werden natürlich in diesem Part, als wir spielen, schauen wir kurz unsere Teamtaktik an, denn die haben wir im letzten Part umgestellt. Teamtaktik wählen. Wir, jeder für sich? Nein, das ist nicht gut. Wir sind ein Team, wir sind alle ein Team. Perfekt. Attackeneinstellungen für Elfun. Wachstum, Elgesam, nur Megasauger. Ja, okay. Machen wir nur Megasauger. Passt. Passt soweit. Okay, schade. Wir hatten keinerlei Möglichkeiten, irgendwie dieses Sipal noch zu bekommen. Ja, hilft nichts, würde ich sagen. Wir haben eigentlich soweit alles dabei. Wir haben Äpfel, wir haben Silbeeren. Wir haben einfach so einiges. Und ja, jetzt haben wir dreimal Feuer-Odem verbraucht, um... Oha, oha, Alter, da gibt's ganz schön viel. So. Wablu. Wenn wir dieses Wablu mal fertig machen. Zack. Das natürlich treffen wir nicht. Wieso nicht? Ich verstehe es langsam echt nicht mehr. Wieso? Ey, so eine Drecksgenauigkeit kann ich nicht haben. Geht doch, danke. So, wir haben es auch so gleich geschafft. Wir müssen nur noch gegen dieses Arc-Tip kämpfen und dann in der Ebene weiter nach vorne gehen. Dann haben wir es, denke ich, ja, soweit geschafft. Feuer-Odem. Und sonst können wir noch was machen? Nee, eigentlich nicht. So, wir nehmen den Status Ansteckung Sipal mit. Wablu wird natürlich noch fertig gemacht. Das ist ein großes Gebot. So, noch ein Feuer-Odem hinterher und die coole Box wird auf, die schöne Box wird aufgehoben. Okay. So, Ebene Nummer 5. Und dort scheint sich ein Pokémon aufzuhalten. Das werden wir natürlich ganz genau untersuchen. Untersuchung? Was? Ganz genau untersuchen? Ey, da liegt ein Item. Ein spezielles? Ist es ein Geheim-Item? Kann es sein? Das muss ich mir genauer ansehen. Weil normalerweise liegen die Items doch normal rum, oder? Hm, komisch. Naja, mich soll es jetzt nicht großartig kümmern. Wir machen es einfach auf... Ohohoho! Ich habe eine Falle aufgedeckt! Ja, wow! Krass! Oh oh, da wird wohl eines sehr bald schlafen gehen müssen. Und das geht wirklich schlafen! Oh Gott! Ich habe sogar... Oh, ich spreche es an und dann kommt es auf einmal. Haspira gefunden, Pandir. Hä? Na, was? Oh Gott, nein! Oh Mann! Das war jetzt nicht geplant, Leute! Mann! Was? Achso, da ist Haspiro auf der Falle drauf! Aber man sieht es auf der Karte nicht mehr. So, du hast Haspiro gefunden! Endlich! Oh Gott! Oh Gott! Wie kann man nur so einen Fail haben? Danke, dass du mir geholfen hast, meine Freundin zu retten! Vielen Dank für deine Hilfe! Die Konnexosphäre leuchtet hell auf und wir haben einen weiteren Job gemeistert. Jawohl. Resi hat sich mit Haspiro und Pandir verbunden. Perfekt. Jawohl. Die Karte der Konnexosphäre wurde erweitert. Jawohl. So glaube ich war das. Deine Forscherteam-Punkte sind um 60 Punkte gestiegen.
Ja, natürlich, ich möchte den Dungeon jetzt verlassen. Und weg damit. Ja, jetzt bekommen wir endlich Forscherrangpunkte. Jawohl, EP-Ringel haben wir natürlich. Genau, haben wir noch was im Pokémon-Café? Müssen wir mal nachschauen. Und da sind wir wieder unten, mampfen uns voll. Jawohl. Oh, Flunkiefer mampft aber kräftig. So Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage, tschaußen, Resi out, bis zum nächsten Part. Und ja, bleibt schön munter und gesund und so. Okay, oh, das war schlecht. Nee. Okay, tschaußen auf und out und Resi out und, ciao, ciao.